Hey, ciao zusammen, willkommen zurück bei Raymond in der Abkisten zur nächsten Folge Stardew Valley auf dem David Hasselhoff. Ihr wisst, das kleine Disclaimer, bin ich ein bisschen angeschossen, wenn ich hier rumhusten bin. Liegt das nicht an euch, sondern mehr, dass es mich ein bisschen bereicht hat. Ganz minim, übrigens, habe ich nur husten. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig und fühlen sich heute neutral. Und das ist auch mal schön, so ein Wechsel, ja? Hi, Rainy. Nochmals vielen Dank für die wunderbaren Edelsteine, die sich perfekt für meine Arbeit zur Energie-Neuausrichtung eignen. Ich wollte dir mit diesem besonderen Geschenk danken. Ich hoffe, du kreierst damit einige wunderbare Gegenstände. Nähmaschine haben wir von der Emily überholt. Damit kannst du Kleidung bequem von zu Hause aus schneidern. Okay, und wir? Die tun wir mal da rufen. Stoff. Platziere Stoff. Platziere Stoff. Oder färbbare Kleidung in den Stoffschieber und Materialien auf die Spule, um das Schneidern zu beginnen. Okay. Wenn wir dann mal testen. Kaffee trinken. Yes. Und Trüffel Hafer und Honig entgangen und dieses und jenes und Zab und Ping und Peng und Pong und Ching und Chong. Wenn wir wissen, was ich meine. Doch, haben wir etwas entgangen. Und. Weißt du, was das? Ich glaube, ich habe einen Plan gehabt, das Zeug da vorne. Und jetzt du irgendwie. Habe ich schon einen. Mist. Ich hätte Trüffel. Ah, jetzt habe ich gerade noch verkauft. Ah, ich bin so ein Torfi. Wirklich. Mal einen Äpfel. Ah, da hättest du schon wieder weg. Gehen wir mal zuerst noch da rauf. Nehmen wir mal die drei Klöpfel entgegen. Muss so schön zusammen pflegen, nicht wahr? Da ist jetzt gerade nichts ready, die Lämmer. So. Dann hat es aber da unten etwas gegeben, etwas Schönes. Tada. Dann haben wir mal noch die da ab und pflanzen sie mal in die. So, daher. Jetzt gehen wir mal da durch. Da ist schon wieder ordentlich Mais gewachsen. Suspicious Mites. Den bringe ich noch über dir. Gewöhnt euch einfach dran. So. So, da ist alles gut. Da ist alles neu. Oh, da oben. Das geht ja gar nicht, sorry. Zack und. Da bin ich falsch. Was war ich wieder? Verzichtet zur Abwechslung mal auf den Dünger. Guten Morgen! Pardon! So. Da Käse geben. Und wir machen Ziegenkäse. Und da machen wir noch Käse. Na, 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 na. Da innen ist nichts. Aber da hat es noch ein Trüffel. Und so. Guten Morgen. Oh, ich kann schon einfach Hallo sagen. Ich kann eben neu Entisch, das wissen nur die wenigsten. So. Ui. Respektiv halt, die kommen natürlich auch mit. Aber da gibt es jetzt in der Ente-Mayo. Mayo und Cinco de Mayo. So. Dann gehen wir hier noch mal schauen. So.
So. Und. So. So, so und so, oder? Ihr kennt ja mein Fachjargon-Fan. Das heisst alles offiziell so, so, so und so und so. Und so und so und so. Oh, ich gehöre einen Trüffel. Und dann gehen die gerade drüber. Miau, miau, miau. Das kommt einem so langsam vor, wenn wir. Hey, Moment mal. Ist eigentlich noch der vierte Trog ready? Ja, natürlich ist er ready. Und die sagen einfach nichts. Wahrscheinlich hat er euch gedacht, oh mein Gott, ist er blind oder dumm oder blöd oder einfach flauschig? Und ich kann euch sagen, es ist flauschig. Tück, tück, tück. Dann gehen wir doch hier noch, hier noch. Hier noch. Hier. Aber nochmal so und so und so und so. Und so. Okay, wir da, okay, wir mal die rein. Ja, so ein Hof, ist eine harte Sache. Das ist also nicht einfach Frieden da, oder? Da wieder das da rein. Und jetzt habe ich noch Welle. Ja, was haben wir denn dort eigentlich vom Fisch rein? Habe ich denn dort etwas Geiles? Ich meine, ich habe Seegurken und ich habe einen Aal. Haben wir die Standard-Seegurken noch in die gefallen? Und dann gehen wir einfach gerade 3 Aal rein. Respektiv, was ich gerade auch noch. Jetzt ist es gerade ein nervig im Moment. Mit mir da. Okay, ich gebe die normalen Aal auch noch rein. Mal schauen, was dann passiert. So. Und so. Mal schauen, ob die etwas bringen. Oder hätte ich 10 Gurken sollen nehmen? Was wäre ich besser gewesen? Genau, wir werden es herausfinden. Vielleicht machen wir ja dann für 10 Gurken auch mal noch irgendwann. Nochmal eine. Das passt mir jetzt zwar gerade ganz gut, wie die so alle aneinander sind. Da haben die noch eine. Ja, mal schauen. Mal schauen, es wintert ja jetzt langsam ein. Jetzt hoffe ich, mit meiner ganzen Fähigkeit, was eigentlich auch geil wäre, wenn man da drüber gerade in alle Kisten könnte verteilen. Was ich auch noch schnell könnte machen, einfach, dass ich das nicht vergesse, ist eine von denen. Das kommt sich auch nicht schlecht, wenn man prismatische Scherben. Ich glaube, es muss so ein Querbeet-Ding sein. Also so ein sammelbare Gegenstände. Dann aber auch Sachen, die wir selber gemacht haben, hergestellt haben. Dann habe ich so ein Käse. Hi! Ich frage mich gerade, ob das gut kommt, wenn ich so viel rede. Oder würde ich auch gescheiter. Aber ich bin mega viel am Trinken. Die Apothekerin hat gesagt, viel Trinken ist wichtig. Und das bin ich dran. Also, non-alkoholische Sachen. Natürlich. So, so. Ich könnte auch mal einen Weg nach oben machen. Irgendwann müssen wir mal noch ein Wagen raus. Oh, haben wir gerade noch Geoden aufgetatscht? Das war ein guter Stein. So, jetzt bitte. Alles Glück zusammensammeln. Bitte, 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 bitte. Alles Glück zusammengesammelt und. Erbarmungslos gescheitert. Feensaat. 12 Tage. Bruschetta. Geil. Schleim für viel Mohnsaat. Bohneneintopf. Schade. Noch schnell Grundsalat. Jawohl. Sehr schön. Habe ich das mit dem Stein wirklich. Das mit dem Baum habe ich das wirklich verkackt. Das wäre doof.
Wenn man da ewig jetzt wartet auf unsere... Oh, hey! Schau doch bei meiner Hütte vorbei, wenn du jemanden zum Reden brauchst. Ich bin ja da. Da bin ich. Und ich kann ja die Bäume, kann ich ja eben auch nicht mit dem Dünger irgendwie verschnellern. Mit dem Baumdünger. Das klappt ja leider nicht. Oh! Oh, ist ein Stein. Großartig. Jeder hat seinen Stein. Schließt jetzt die Augen und atmet langsam und tief ein. Konzentriert euch auf eure Lungen. Visualisiert die reine Energie, die mit jedem Atemzug in euren Körper strömt. Mori. Und wenn ihr ausatmet, fühlt, wie die ganze Spannung und negative Energie ausströmt, sodass ihr mit jedem Atemzug immer entspannter werdet. Öffnet nun euer Herz für die Schwingungsfrequenz eures Steins. Spürt ihr etwas? Nein. Ich schon. Entspannt. Sie riepend. Sieht aus, als seien die Edelsteine gut verwendet worden. Ja. Sehr gut. Wer meine, für etwas haben wir sie auch gebraucht. Galopp, galopp, galopp. Penny macht da nicht mit. Sie weiß, der Gugus könnte das Album machen. Ist er jetzt tatsächlich wegen einer Geode da rausgefahren? Das ist richtig. Okay. Respektiv. Wir gehen noch schnell zum Willy Wilson. Der hat ja zwar jetzt eh gerade zu. Und wieder keinen Hunger. Manu. Willi. Hast du irgendwie so einen Hunger oder so? Auch kein Hunger, hä? Glasaugenbarsch hat er. Auch cool. Aber nicht ganz das, was man braucht. Willi, wie geht's dir so? Wenn du wirklich Fische zum Anbeißen bringen willst, ne, ja, dann sagt er immer das gleiche. Er pfuset dort oben. Muss man dann echt einen Hummer... Ich klicke echt oben drauf. In Gas einen Hummer. Ich habe gemeint, die holt man da draus raus. Aber vielleicht bin ich da auch falsch. Wir hätten doch so gern einen Granatapfel. Das wäre doch einfach das Allergrößte. Meine Beine sind noch ganz steif und sitzen diesen Morgen. Okay. Die goldige Statue dort. Was hat es mit dem auf sich? Hm? Da ist auch niemand hierheim. Wir können jetzt mal schauen, vielleicht. Geht zwar sicher jetzt auch schon zu, oder? Nein, oder nicht? Kann man da. Ach, das wäre zu schön gewesen. Hypersaft. Nein, ich würde echt gerne etwas kaufen. Und zwar einen Granatapfel. Haben die keinen Granatapfel rum? Joja Cola, Joja Tapete, das braucht man also wirklich nicht. Feinsaat. Mann! Du Knobli da?
Willkommen im Jojo-Markt. Wie geht es dir heute? Wir vergeben ab sofort Mitgliedschaften. Ich will keine Mitgliedschaft im Jojo-Markt. Kann man echt beides machen? Ich meine, wir sind ja jetzt voll. Schau, was mich da rausfischt. Kupfererz und Kohle. Okay. Nicht so schlecht. Sofort wieder anlegen, unseren super Hut da. Ich werde heute Abend 200 Sit-Ups schaffen. Ich nehme das ziemlich ernst. Brauchst du sonst irgendwas? Nein, aber ich werde 200 Sit-Ups. Was? Das hat er gar nicht gesehen. Ist ja eklig. Ich habe das ja hinter ihm gemacht. Den ganzen Tag mit salzigem Fisch zu hantieren, mach meine Kehle richtig trocken. Hast du irgendwie einen Mann hinter unserem Haus getroffen? Er stört mich nicht wirklich, solange er uns nicht belästigt. Maru verbringt ganz schön viel Zeit damit, an ihren Apparaten zu arbeiten. Ich bin froh, dass sie so engagiert ist. Ist kein Job oder sowas? Ich glaube, dich, wenn wir jetzt mal da achten. Well, Rainy, woher weißt du, dass ich sowas mag? Ja, es wird mal Zeit, dass Maru anfängt zu rufen da. Ich habe die ganze Woche hart gearbeitet. Ich habe mir etwas Entspannung an einem Freitagabend verdient. Ja, tu es. Guten Abend, Rain. Ich bin froh, dass du dich entspannt in der Kneipe zu sehen. Es ist gut für dich, hin und wieder mal ein bisschen Pause zu machen. Dein Großvater hat immer viel zu hart gearbeitet. Ich werde in seinen Nähen heute ein extra Bier trinken. Manni scheint nicht zu bemerken, dass du hier bist. Ja, es ist abgelenkt. Sieht nach einem guten Tag zum Wischen aus, nicht? Die doch auch nicht betreten. Jogas, gib mir noch einen halben von deinem Stärksten, ne? Das Geschäft läuft in letzter Zeit echt gut, ich bin zufrieden, yo. Riechst du die saubere Luft? Lieblich, nicht wahr? Ich fürchte nur, dass die Jojo-Unternehmen der Welt uns das wegnehmen. Wenn ich dem Spielball einen Topspin versetze, könnte ich vielleicht... Ob ich selber gewinnen lassen sollte? Nö. Wir werden uns diesen Abend in der Kneipe treffen. Das ist so eine Art Freitagstradition. Cool. Juni Mokard. Nein. Das ist drei wieder im Rad, habe ich natürlich gemeint. Oha. Als ich jung war, hat mein Vater uns verlassen, weil er sich gefangen gefühlt hatte. Wir haben ihn seitdem nicht mehr gesehen. Entschuldige, wenn ich die Stimmung verdorben habe. Diese Jahreszeit erinnert mich nur aus irgendeinem Grund daran. Jedenfalls, wie läuft's so mit dem bäuerlichen Leben, ne? Ja, bestens. Es ist verschlossen. Oh. Es ist verschlossen, aber hier hat's Fische. Und wenn's Fische hat, dann holen wir uns ein paar Fische. Wasserfrau hat zwar ganz genau ausgerechnet, tatsächlich. Wie viel Fisch wir überhaupt brauchen, um alle Felder dort mit Top-Dünger ausrüsten. Wie gut ist das denn? Weil ihr wisst ja genau, wenn ich es würde rechnen, würde es eh nicht stimmen. Und Geode. Köder haben wir natürlich gerade da dran. Blub, blub. Nicht nur so ein Köder, wo dann auch noch plus Schätz ist. Dann hätten wir ja nur noch Schätze. Wieder einen Schatz gefischt.
Und einen halbtoten Fisch, weil der hat sich nicht wirklich gewehrt. So, gib etwas Gutes, komm. Jawohl und jawohl, Geode. Topas, einfach so. Wer versenkt eine Kiste mit Topas und Geode? Frag ich mich. Allgemein, Sterntautau-Bewohner, haben das ein bisschen mit der Umweltverschmutzung. Irgendwie hat es da nur so halblänterliche Fische, ne? Die wehren sich irgendwie gar nicht. Oder ist das allgemein, wenn man in so einen Schwarm reinwirft, dann hat es nur so sättige Fische, oder? So, immer schön abfangen, aber wenn man runterfallen lässt. Sonst bounzt er dort so hin und her, das ist nicht so geil. Kupfererz holen wir auch noch. Dass wir nicht alles aus dem See rausfischen. Als andere Seeufer übergerührt. Das ist mir übrigens schon mal tatsächlich, also andere Flussufer, habe ich natürlich gemeint. Das ist mir tatsächlich in echt schon mal passiert. Und da habe ich noch auf Grund. Wir haben am Zeltplatz nebenan so einen Fluss gehabt. Und dann hat dort ab und zu habe ich gefischt. Und meistens hat man ja einfach so Schwalen gefangen. Also so Fische, die nicht wirklich verzehrbar sind. Dann habe ich dort reingerührt und dachte, jetzt das gibt mir mal Zeit. Bis ich dann gemerkt habe, dass ich eigentlich auf einem anderen Ufer im Gebüsch hinhange. Ja. Aber es war auch schon ein bisschen dunkel gewesen, muss man zugeben. Und ihr wisst ja, dass ich nicht gerade der Hellste bin. Und das alles zusammen gepaart, gibt einfach echt üble Mischung. Was haben wir da Schönes? Sternfruchtwein trifft sich gut. Schalalalal. Die Kiste. So. Wir kommen einfach nicht zu dem. Zu dem Kreiben. Granatapfel. Tatsächlich habe ich heute Mittag sogar Granatapfelkerne im Salat drin gehabt. Fall. Habt ihr das gewusst? Habt ihr das gewusst? Boah, würde ich sagen, oder? So, morgen hat dann Abigail noch Geburtstag. Und morgen ist meines Wissens auch der Wagen nochmal um. Ich weiß jetzt nicht, ob er dann etwas Neues hat. Und wir werden das sicher abchecken. Ah, und etwas schneiden hätten wir uns auch noch können. So, was hat er euch geschenkt? Alter, der super Seegurkenleich bringt eigentlich gar nicht so viel. Im Vergleich zu Sternfrucht wie 3150. Wir müssen definitiv auf die Sternfrucht, sorry, was studiere ich da überhaupt? Mit den Erdbeeren, die Erdbeeren kannst du zwar mehr sammeln, aber ich habe das Gefühl, wenn du dort innen alles Sternfrucht hast, dann wirst du ja instant reich. Ja gut, hey, aber das wäre es gewesen in dieser Folge. Wäre cool, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei wärt. Bis dahin, bleibt sauber, macht keinen Scheiß und ciao zusammen.